Ja, moin Leute, euer Seo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und ich habe wieder ein bisschen was geändert, beziehungsweise ein paar Sachen repariert. Zum einen, selbstverständlich ist die Karte wieder da. Da, wo sie hingehört, alles. Also, Railroad ist nicht mehr unter Wasser. Und so sollte das eigentlich auch sein. Zudem habe ich ein paar Wettereffekte entfernt, weil es ging mir eigentlich einfach auf den Sack, dass ich ständig immer schlechtes Wetter habe. Ich möchte aber gutes Wetter haben. Und deswegen habe ich jetzt mal die Mod ein bisschen verändert und mir so weniger... Sturm gegeben. Das war crazy. Dann war ich plötzlich dahinter. So, ich möchte einfach nur ein bisschen mehr gutes, schönes Wetter haben. Wie ihr seht, ich habe alles hier geöffnet. Aber es ist nie irgendwo was wirklich Gutes drin. Ja, klar, Munition ist immer gut. Freue ich mich natürlich drüber. Aber im Endeffekt, ja. Ob wir es jetzt haben oder nicht. Ich glaube, wir haben erstmal genug Munition gesammelt. Oh, die Elektrokartusche. Naja. Zudem haben wir noch wahrscheinlich unendlich Vorkriegsgeld zu Hause. Falls wir es nicht irgendwie irgendwo reingebaut haben. Und damit können wir auch so einiges anfangen an Geld. Und tatsächlich hat es Kate auch gefallen, dass wir geknackt haben. Das weiß ich noch. Habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich sehe alles. So, den Pimpel nehmen wir mit für Miss Frau, die in meiner Toilette wohnt. Der fehlt nämlich noch ein Pimpel. So, draußen müsste noch schlechtes Wetter sein, wenn ich mich recht erinnere. Wenn. Übrigens kann ich euch empfehlen, ändert eure Mods niemals, wenn ihr in einem Gebäude seid. Weil dann kann es sein, dass der Speicherstand kaputt geht. Jo, schlechtes Wetter. Das ist mir nämlich gerade passiert. Mein Speicherstand ist kaputt gegangen und ich musste irgendwie 3 Minuten nachholen. Ja, du Scheiße. Also wenn schlechtes Wetter, dann richtig schlechtes Wetter, oder was? Heilige Nummer. Ist ja gut. Kate, lebst du noch? Ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall zur Quest und ich hoffe, wir können schnell reisen. Ich bezweifle es aber stark. Ah, wir können. Perfekt. Vielleicht ist jetzt der Regen auch weg. Ich habe auch eingestellt, dass die Zeiten des schlechten Wetters nicht mehr so lange andauert. Das heißt, es hört dann früher auf. Doppelt so schnell hört es auf. Das ist auch tatsächlich die Standardeinstellung. Mit der Mod, die ich die installiert hatte, ja, war das schlechte Wetter immer doppelt lange da. Was mich nach einer Weile angekostet hat. Am Anfang war das noch recht geil und so. Aber fürs Let's Play ist das ein bisschen schlecht, weil man sieht allein bei dunklen... Hallo? Wie? Okay. Gerade bei dunklen Sachen sieht man sehr wenig. Du hast gerade so geruckelt. Warum ruckelt das? Will das? Ich weiß es nicht. Vielleicht nur bei mir. Ich hoffe nur bei mir. So. Na, Katie? Warte mal, ich muss mal kurz was machen. Und zwar... Ups, das war falsch. Werde ich mal meinen Photoshop schließen. Das frisst nämlich sehr viel. So. Habe ich noch irgendwas offen, was geschlossen werden kann? Spotify braucht keine Sau. Hier, TeamSpeak braucht keine Sau. Was soll denn der Scheiß? So. Jetzt haben wir... Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, als würde es nicht so flüssig sein. Wie es eigentlich sein sollte. Ich werde mir das mal in der Aufnahme anschauen. Wait. Keine Ahnung. Gehen wir mal hier rein. Haben wir da nicht schon drinne? Haben wir da nicht schon mal alles ausgeräuchert? Ich glaube schon, ne? Glaube schon. War das nicht der Ort mit den Spawn-Mutanten? Verdammt! Ich stolpere ständig. Es wäre schön zu sehen, wohin wir gehen. Besser? Als Maul. Oh. Ich weiß ein, yeah. Vielleicht war das ein bisschen ungünstig. Du machst das schon, ne? Hä?
Ich habe eigentlich nur die Tür öffnen wollen, habe aber vergessen, dass wir da quasi in den anderen Bereich rübergehen. Was ist, wenn ich jetzt hier das hier installiere? Und dann ist immer noch so unflüssig. Huch. Was? Schon eins? Was schon? Oh! Oh! Nein! Oh! Ich hab gedacht, ich hab's überlebt. Was ist denn da noch explodiert? Ich hab's doch überlebt! Warum? Bullshit. Geh einfach wieder rein. Einfach wieder reingehen. Ich hoffe, der Typ, der explodiert, steht jetzt nicht vor meinem Gesicht und freut sich seines Lebens. Seines kurzen Lebens. Weil die müssen ja schon dumm sein, da mit einer Bombe lang zu laufen und dann von allein explodieren zu gehen. Den kann ich direkt hacken. Kann ich den von hier aus hacken? Schade. Das sah so aus, als hätte ich das. Komm mit raus aus Versteck. Ja, als hätte ich den hacken können. Jetzt weg. Schade. Was? Mach ich nicht. Dafür wirst du bezahlen. Hate, du machst das schon, ne? Zeit zum Sterben. So, Einheit aktivieren. Go, Kleiner! Go, Kleiner! Versuchen Sie nicht zu fliehen. Der Gerechtigkeit wird schnell feindliches Ziel identifiziert. Beweg dich! Voll. Jetzt geht er endlich. Geht doch! Recht und Ordnung, Achtung! Dies ist jetzt eine Gefechtszone. Lass mein Bot in Ruhe. Verletzungen bis hin zum Tod, wenn sie oh nein. Im Gebiet bleiben. Dieser Hinweis ist oh, ich habe ihn erschossen. Ich habe schon gedacht, das ist vorbei. Ich habe schon meinen Controller aus der Hand gelegt. Ich dachte, es wäre vorbei. Und mal ein bisschen Licht in die Sache bringen. Zahltag. Ich habe gerade wahrscheinlich überhaupt gar nichts gesehen. Ich hab ja schon wenig gesehen. Wieso bleibst du stehen? Was ist denn los mit dir? Statt dich mal zu bewegen. Oh. Da liegt ja eine Kate. Soll sie da mal liegen bleiben, ist mir scheißegal. Und dann weißt du wenigstens, dass die Schritte nicht von dir kommen. Tja, wer es kann, der kann's, wa? Ja, wir waren hier schon mal drin. Das erinnert mich sehr stark daran. Ich würde sagen, wir benutzen mal den Fahrstuhl und dann machen wir einen vor auf Assassin von hinten. Einmal nach oben, bitte. Nach oben. Dritter Stock. Achso. Wir haben ja eingestellt, dass wir, wenn wir das Licht anhaben, nicht entdeckt werden können. Von daher ist alles gut. Ja, hier waren wir doch schon x-mal. Wir haben das doch schon zum 15. Mal hier gemacht. Was ist das? Oh Gott! Sag doch einen Ton! Okay. Als erstes stehe ich zwar in Flammen, aber ich ziehe mir mal ins Stimpack rein. Komm, verzieh dich. Okay. Erst verstanden. Ihr schmeißt gerne Molotovs. Ich ziehe mir mal nochmal Redway rein. Wir haben zwar nicht mehr viele, aber wir können jederzeit welche herstellen. Da bist du, du kleiner Schlawiner. Einmal ein Schuss in die Nüsse und schon fällt er um. Willst du sterben,
Keine Ahnung, wieso ich das Schädelfragment mitgenommen habe. Vielleicht habe ich Spaß dran. Ja, bist du ja. Also einmal sind wir hier reingegangen, um alles zu untersuchen. Dann hatten wir hier eine Quest, alle zu töten. Oh nee, 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 auf dem Dach war doch diese Heuschrecke, oder? Genau, auf dem Dach war die Heuschrecke. Da waren wir viermal drinne. Ich weiß doch, wir haben schon mal alles hier ausgelöscht. Da waren wir viermal hier drinne, wegen der Heuschrecke auch einmal. Crazy stuff. Hallo? Früher oder später, du müssen rauskommen. Ich sehe dich. Du kannst mir nichts, Alter. Gut, ich hätte mich vielleicht doch erinnern können, dass man hier schlafen kann. Aber habe ich nicht. So, da drin ist ein Hund und ein Supermutant, manchmal sogar legendär. Kommst du? Nö, nur ein Vollstrecker. Wo ist dein Hundi? Zeit zum Sterben. Endlich stehen bleiben, blöder Mann. So. Right away, perfekt. Okay, gehen wir hoch. Genau, einmal haben wir erkundet, einmal hatten wir den Grashüpfer, einmal mussten wir sie alle ausrotten und jetzt mussten wir sie noch einmal alle ausrotten. Wie oft soll ich noch in dieses Gebäude reingehen? Es ist ja krank. Naja. Jedenfalls freue ich mich auf heute Abend, wenn wir streamen. Denn ich habe die Mod installiert, womit wir unendlich viel bauen können. Und somit können wir die Burg weiter ausbauen. Was geht denn, Alter? Was geht denn? Ihr habt genutzt Filzhut. Genau. Da war ja dieser Typ hier, den wir gefunden hatten, und da war irgendwo die Heuschrecke in der Nähe. Kann es mal irgendwie hell werden? Ich mag es, wenn es hell ist. Gut. Karte, zurück zur Railroad. Welche Feinde? Wo sind hier bitte diese Feinde? Ich sehe nicht einen. Waren das nicht die Dinger, die auf der im Bau hier waren? Wird ja wohl gehen, oder? Feinde, wo seid ihr? Ich hüpfe hier rum. Ja, lass das. Was? Wer da sein? Zeit für etwas! Zeit zum Spielen! Mehr hast du nicht drauf? So, das wird's hoffentlich gewesen sein. Yep. Dann wollen wir mal. Randolph meldet, dass sie den nächsten Synth in Sicherheit gebracht haben. Damit hast du jetzt schon zwei Vorlagen geliefert. Ja, ich helfe gerne. Ich helfe gern. Pam ist sich fast zu 100% sicher, was Randolph angeht. Sie sagt, meine Belohnung. Unsere Leute wurden nicht infiltriert. Aber die Station könnte jetzt jederzeit kompromittiert werden. Du musst Mr. Timms also weiterhelfen. Ja, meine Belohnung. Perfekt. Okay. Wie, da kommt mir nochmal an mit so einem Scheiß. Nochmal dasselbe Gebäude wahrscheinlich. Ne? Desdemona. Hast du dich schon mit dem Patrioten getroffen? Was war noch gleich der Plan? Tom hat ein Holoband mit der Verschlüsselung versehen, die der Patriot früher benutzt hat. Wenn du dieses Holoband auf ein Terminal da unten hochlädst, erregt das hoffentlich seine Aufmerksamkeit. Ach, das war das, okay. Ja. Fräulein Arrogant. Fräulein Arrogant, okay. Es ist meine oberste Priorität, Kontakt mit dem Patrioten herzustellen. Lade das Holoband hoch, sobald du kannst. Mit der Hilfe des Patrioten können wir vielleicht einen bedeutenden Sieg für die Synths erzielen. Ich glaube, den haben wir schon mal kennengelernt, ne? Der meinte doch irgendwas von wegen, er kann es nicht verstehen, warum und so weiter. Wir haben gerade viele Synths im Spiel. Das macht. Naja, jedenfalls.
Ich hatte Pam Bericht, ne? Macht die Sache echt gefährlich. Tut mir leid, ich muss für Tüftelturm was erledigen. Ich habe mich um den Runner gekümmert. Missionsergebnis erfolgreich vorhergesagt. Warnung. Extrem hohe Wahrscheinlichkeit für die Entdeckung weiterer Runner. Belohnung für Dienste erteilt. Oh yeah. Und jetzt? Damn. Systeme gesperrt. Stelle statistisches Modell für Operation Tea Party auf. Was find ich? Warum bin ich jetzt überladen? Hey. Brauchst du was? Mrs. Kate. Ja, warum nicht? Nimm mal all meinen Schrott. Es ist immer sehr viel bei mir irgendwie. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so viel Schrott aufgesammelt habe, aber anscheinend schon. 265 Vorkriegsgeld. Ach du Scheiße. Naja, wir haben ein Level Up, Freunde. Was machen wir mit diesem Level Up? Ist hier irgendwo ein Arzt? Haben wir das nicht gemacht? Hätte ich schwören können. Watz-Modus benutze ich nicht so oft. You're not stupid, just different. Randomly receive... Wieso ist das auf Englisch? Oh ja! Das wollte ich doch noch machen. Dann hätten wir eigentlich alles. Bisher. Alles, was wir benötigen. Also wir sind komplett vollständig. Ja, cool. Gefällt mir. Was haben wir denn hier noch? Rede mit Isabel. Das wäre ja noch die Mechatron, ne? Finde technische Dokumente für Proctor Ingram. Ja, machen wir das. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber wir werden es herausfinden. Die Pridewin? Für wen war die Quest? Das ist hier die Frage. Anzeige festziehen. So, jetzt. Geh doch verdammt nochmal in deine Rüstung rein. Jetzt halbieren. Willst du das machen? Sie würde jetzt auf ewig da stehen, glaube ich. Das heißt, die andere Rüstung, die wir liegen gelassen haben bei Vault, hast du nicht gesehen, wird auch auf ewig stehen bleiben. Wollte aber, dass sie despawnt. Achtung! Soldaten, denen noch kein Feldeinsatz von Proctor Teagan zugewiesen wurde, sollten sich unverzüglich bei ihm melden. Das wäre alles. Ich bin stolz, unter ältester Maxen dienen zu dürfen. Mir reicht es mit Lyons und seinen Berichten. Ha, hab ich die gefunden. Offenbar schulden wir dir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder wolltest du vielleicht einer Forschungspatrouille beitreten? Hättest du Tipps, wo ich noch mehr davon finde? Ich weiß zwar nicht was, aber... Hast du welche? Hast du einen Tipp, wo ich noch mehr davon finden könnte? Büros, Labore, Militärbasen. So gut wie alle Anlagen aus der Vorkriegszeit sind potenziell zum Bersten voll mit technischen Informationen. Ich würde Schreibtische, Aktenschränke, Safes und alle anderen Orte durchsuchen, an denen man solche Dokumente vermutet. Hast du bisher schon etwas gefunden? Ich habe technische Dokumente für dich. Das sind keine technischen Dokumente. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Soldat. Komm wieder, wenn du deine Pflichten ernster nimmst. Ach, ich weiß schon. Ja, darauf hat er mich ja ewig hingewiesen. Ja, sammel das doch ein, Zero, da kriegst du Kronkorken für und er leckt dir dann den Hintern oder was weiß ich. Guckt euch mal die süße Katze an. Ich will auch eine Katze. Da hinten eine Maus oder so? Guck, wie aggressiv sie guckt. Ah, Ritt.
Na gut, dann hat sich das wohl erledigt hier. Und wir gehen zu den Aufgaben und werden... Ja, säubere Wicked-Shipping-Flottenliegeplätze. Wieso nicht? Das war auch eine Quest für die Bruderschaft. Und dafür müssen wir dahin. Oh, direkt. Ach, ich hasse euch alle. Wisst ihr das? Ich hasse euch. Wieso kann ich hier nicht schnell reisen? Wer denkt sich so ein Bullshit aus? Will da runterspringen? Ich würde es geiler finden, wenn man runterspringen könnte. Ach, jetzt bin ich bei dem Vogel. Nein! Das war doch richtig. Ich habe die Tür zu spät gesehen. Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Also hier ist alles flüssig. Ich glaube, in der Stadt ist einfach zu viel los, als dass ich da flüssig spielen könnte, obwohl ich schon so einen übelsten Powerrechner habe. War das nicht möglich? Oh Mann. Wir haben kaum noch Quest übrig, ne? Okay, Regen bei klarem Sonnenschein. Kann auch nicht jeder haben. Bald müssen wir quasi auf Erkundungstour gehen. Weil wir da keine Quests mehr haben. Ich meine, klar kann ich nur die ganzen Quests für die Minutemen machen. Aber die sind alle so eintönig. Das ist das Problem. So, das soll gesäubert werden. Mach ich doch. Ich vermute mal Ghule. Dort kommt mir bekannt vor irgendwie. Wie er da hängt und auf mich wartet. Ich glaube jetzt... Ah, jetzt geht's wieder. Wie hat gerade mein Mikrofon nicht funktioniert? Crazy! Ist hier der Big Boss drin, ne? Erledigt! Nice! Ich musste tatsächlich nur den einen fertig machen. Ja gut, dann verziehen wir uns hier einfach. Nein, ich muss hier natürlich alles erkunden. Hier sind doch noch mehr Ghule. Hier sind doch bestimmt mehr als zwei Ghule. Kannst du davon ausgehen? Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Oder ist es halt ein exaktes Duplikat? Das kann natürlich auch sein. Na schön. Ach, das bist du. Ja, weiß nicht, das kommt mir so bekannt vor. Damals ist das Ding hier, glaube ich, sogar noch explodiert. Also anscheinend gibt es hier einige Orte, die sind ziemlich identisch zu anderen. Wo ist das scheiß Radio? Ich höre es doch. Ach, ich sehe es, ich sehe es. Grockner der Barbar. Also. Gut. Na, Nahkampfschaden ist nicht das, was ich wollte. Wirklich? Wohnwagenschlüssel. Was glaubst du denn? Natürlich, ich habe einen Comic gefunden. Das lese ich natürlich. Selbstverständlich. Wieso sollte ich das nicht machen? Und das lese ich jetzt auch. Gucken wir mal. Ladungsverzeichnisse.
General Atomics. So. Chrysler Motors. Mass Fusion. Zielort Mass Fusion Containment, okay. Abfall. Nachricht überprüfen. Bitte Leute, vergesst nicht, dass Lieferungen über meinen oder Tims Tisch gehen müssen, bevor sie rausgehen können. Das ist extrem wichtig. Liefert auf keinen Fall direkt an den Kunden. Besonders nicht, bevor wir die Papiere geändert haben. Ihr müsst mich oder Tim die Ladung einmal durchgehen und unterzeichnen lassen. Die Sache ist ernst, Leute. Vermasselt es nicht. Es sei denn, ihr wollt unbedingt wie dieser letzte Vollidiot enden, der die gesamte Ladung geliefert hat und uns damit fast den Arsch gekostet hat. Blake der Boss. Vielleicht schon Blake der Boss. Wer nennt sich denn so? Mal sehen, was wir da haben. Ja, wo ist der Wohnwagen? Hier ist nur Schrott drin. Ja, ach nee. Wofür war jetzt der Schlüssel? Soll irgendwie so eine Art Wohnwagen sein, oder? Also hier können wir auch noch einen, ne? So, wer liegt denn hier? Keine Ahnung, was die da macht, aber mir ist das egal. Ich klaue ihren Stuff. Aber hier ist auch kein Wohnwagen. Das krieg ich vielleicht auch. Wollte ich nur sagen. Ich hab schon aufgekriegt, kein Problem. Gut. Dann lass uns mal zurückgehen. Das Polizeirevier. Das könnten wir eigentlich auch machen, ne? Anstatt dass wir erkunden, gehen wir zum Polizeirevier und holen uns da so einzelne Quests, die uns zu verschiedenen Orten führen, wo wir noch nicht waren. Ist immer noch besser als irgendwie... Oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Auf Befehl von Ältester Maxon werden sämtliche Formen von Technologie konfisziert oder eingesammelt. Maxon mag warm. Ich weiß nicht, Bruderschaft. Ich muss sagen, als ich damals Fallout 3 gespielt habe, war die Bruderschaft echt cool. Aber mittlerweile, nachdem man so viel von denen erfahren hat, sind die irgendwie gar nicht mehr so cool. Ey, Idioten sind das. Du bringst hoffentlich gute Neuigkeiten. Erhalte ich dafür eine Belohnung? Vance hat mich ermächtigt, dich zu entschädigen. Bestätigt. Beeindruckend. Beweise dich, dann vertraue ich dir vielleicht. Hier, deine Bezahlung. Wir bekommen ständig neue Aufklärungsberichte. Wenn du dich sammeln musst, tu es. Sag mir, wenn du bereit bist. Na gut, komm. Ich bin bereit. Gut. Hier sind Einzelheiten zum Ort der Säuberung. Erfüll die Mission, dann melde dich zurück. Lass dich nicht von Ingram beim Herumstehen erwischen, sonst handelst du dir sofort eine Meldung ein. Okay, wir lassen uns einfach mal Arcview. Weißt du, wenn es ein interessanter Ort ist? Ups. War ich doch schon mal. Das ist doch kacke. Das Spiel muss eigentlich erkennen, dass ich da schon mal drinne war und mich dann nicht nochmal reinschicken. So müssten die das eigentlich machen, egal. Triff dich mit dem Runner. Wir machen das jetzt. Komm. Kümmern wir uns erstmal um die Railroad. Und dann kümmern wir uns um die anderen und so weiter und so fort. Okay. Ich hasse das. Wieso kann ich nicht in Gebäuden schnell reisen? Das würde einfach alle Probleme lösen. Gut, höchstwahrscheinlich würde es das Spiel auch ein bisschen kürzer machen. Aber... es gibt viele Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel die TCL-Modus machen, unter dem Boden hindurch und dann runterfallen lassen. Und dann wäre man auch am Eingang und könnte da rausgehen und dann schnell reisen. Du mal so für euch, die keinen Bock haben, einen ganzen Weg in einem Dungeon oder so zurückzulaufen oder in einem Gebäude. Sorry, Dungeon ist ja Skyrim. Ja, komm.
Bring mich zu dem Runner. Uns fehlt, glaube ich, noch ein einziger. Keine Gnade. Oh nein, du wirst nicht. Begleiter. Ich glaube, das ist der Kollege, oder? Überprüfen Sie Ihre Magazine. Ich bin bereit reinzugehen, Sir. Genau, Blade. Oh. Ich werde dich retten, Blade. Oh, ich hab den Fahrer abgeschossen. Ich hab den Fahrer abgeschossen. Er ist tot. Er stürzt ab. Wie kann er noch fliegen? Ja, oder was fliegt denn da? Ist das dein Ernst, Kate? Macht langsam auf, der Spaß. Nicht bei mir! Abstürzen. Scheiße. Karma is a bitch. Na gut, Freunde. Das soll's für heute gewesen sein. Wir sind episch gestorben. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.